War das eine Berufung? Vor 60 Jahren füreinander die Ehe einzugehen? Ist das Berufung? Vielleicht im Nachhinein, natürlich, klar. Und Gott bringt einem in Lebenssituationen und in Verbindung mit Menschen und darin besteht Berufung. Schwierigere Frage, war das eine Berufung, Portugal zu verlassen, nach Deutschland zu kommen? Es waren ja Gründe, warum man seine geliebte Heimat verlässt und lange Zeit war es ja sehr schwer, einen Besuch daheim zu machen. Die Gründe für Berufung sind nicht immer so schön wie eine Ehe, wo zwei zueinander finden. Manchmal ist eine Berufung auch aus einer schwierigen Situation heraus. Wir haben heute im Evangelium gehört von zwei Brüderpaaren. Das eine ist Andreas und Petrus. Und sogleich, als Jesus sie ruft, verlassen sie das Boot und gehen mit Jesus, folgen ihm nach, gehen einen neuen Weg. Und dann kommen noch zwei andere. Und es ist interessant, wie das etwas anders geschildert wird bei Jakobus und Johannes. Da wird nämlich ausdrücklich gesagt, dass sie mit ihrem Vater im Boot sind. Sie kommen Sie von der Küste? Ah, mit Ihrem Vater im Boot, und zwar dem Vater mit Tagelöhnern. Also es war so ein kleiner Fischereibetrieb. Und auch da heißt es, dass Jesus sie sofort ruft, zugleich, und sie mit ihm gehen. Man ahnt ein bisschen, möglicherweise war der Vater hier der Grund bei Jakobus und Johannes. Später im Evangelium erfahren wir, dass die Mutter auch von daheim weg ist. Möglicherweise war der Vater ein richtiger Grund, von daheim wegzugehen, dass da auch Gewalt im Spiel war. Das ist ja nicht so selten, väterliche Gewalt. Und da kommt Jesus und ruft sie und sogleich gehen sie mit ihm mit. Man könnte sagen, ja, die gehen von daheim weg, die fliehen vor diesem Vater und der Gewalt im Elternhaus. Wenn das so ist, ist das eine Berufung? Ja, auch das ist eine Berufung, wenn es Gründe gibt, wegzugehen. Vielleicht wirtschaftliche Not eben, damals in Portugal. Weil die Frage ist ja, was ich annehme durch das, was das Leben mir bringt und wo ich mich hinführen lasse. Es entwertet eine Berufung nicht, wenn sie verbunden ist mit einer Flucht, sondern ob ich ein Gespür dafür habe, dass in meinem Leben die Zeit drängt. Zugleich ruft Jesus. Und sie drängt für Jesus nicht deswegen, weil es jetzt ganz eilig wäre, irgendwas zu tun, sondern sie drängt deswegen, weil er spürt, dass Gott uns so nahe ist, dass ich die Frage, was will ich mit meinem Leben und was folgt daraus, nicht verschiebe auf irgendwann, sondern sogleich. Für sie beide war die Berufung füreinander. Für die Fischer hier vom See Genezareth war die Berufung für das Zölibat, Jesus nachzufolgen, alles zu verlassen, keinen privaten Besitz zu haben, nicht etwas sich aufzubauen für eine eigene Familie, sondern für sie war das eine Berufung ganz anderer Art. Ich glaube, wenn man die beiden Berufungen nebeneinander hält, dann merkt man vielleicht, wie wichtig die füreinander sind. Denn Jesus hat nur ein paar aufgerufen, alles zurückzulassen, um ihm nachzufolgen. Und es sind doch ganz viele, das ganze Volk Israel, das er erneuern will. Also ist klar, dass diese Berufung, die hier Simon und Andreas und Jakobus und Johannes haben, dass dies nicht eine Berufung sein kann für alle, die Jesus anspricht, sondern dass die Berufung für diese vier dazu da ist, für alle Christen ein Bild zu sein, worum es geht. Und umgekehrt, diese vier von euch in der Familie ein Bild von dem bekommen können, worum es im Evangelium geht, dass Gott Gemeinschaft zueinander führen will. Haben und nicht haben, Berufung in Besitzlosigkeit und Berufung in gemeinsam etwas aufbauen in einem neuen Land für eine neue Familie. Diese beiden Berufungen gehören so eng zusammen, weil die Berufung von Jakobus und Johannes und Simon und Andreas nochmal zeigen,
dass das, was wir im Leben erreichen, die Menschen, an die wir uns binden, das, was wir aufbauen für unsere Familie, dass das nichts ist, was für sich steht, sondern das nur wertvoll ist, wenn wir es nicht vergöttern zu Gott machen, sondern es noch einmal Gott anvertrauen, loslassen. Und das ist nicht, Paulus sagt das, besitzen, als würde man nicht besitzen, Mann und Frau einander haben, als würde man nicht haben. Das ist nicht eine Geringschätzung, sondern wenn wir einander vergöttern würden oder das, was wir haben, vergöttern würden, dann würden wir dem nicht gerecht, weil die Liebe Gottes aus dieser Beziehung fehlen würde. Wohingegen dieses Loslassen können, zu dem Einzelne berufen sind, es in ihrem ganzen Leben zu tun, als Zeichen für die ganze Kirche, ist nur dann sinnvoll, wenn sie wirklich ihre Berufung annehmen. In guten wie in schweren Tagen, in Gesundheit und Krankheit. Eine Berufung für das Leben. Wir sind dankbar für die Verschiedenheit untereinander und dass Gott uns berufen hat, Dinge zu erwerben, Dinge zu haben, Dinge zu genießen und dankbar uns darüber zu freuen und doch zu wissen, dass die Zeit wertvoll, aber nicht ewig ist. Gerade im Alter sollte man meinen, jede Stunde, die einem noch geschenkt ist, zusammen ist ein großes Geschenk. Und zugleich darf man sich freuen auf die große Gnade, dass das, was wir leben in unserer Berufung auf Erden, Gott vollendet in seiner Liebe und Ewigkeit. Amen. Ich lade Sie ein, dass wir einander stärken im Glauben.